Die brummeln da vor sich hin. Hundis liegen noch an ihrem Platz. Und ich werde dann mal hier aufräumen. Alte Receiver, die hebe ich mal in die andere Richtung. Schrauben. Und noch mehr Schrauben. Ein Koch, ein Backdings können wir da machen. Und was ist das, bitte schön? Ich habe auch da. Was ist das? Achso, das ist bestimmt dieses Zeug hier zum Gedönsen da. Mein Band, als ich mir meinen Haarbandriss zugezogen hatte. Was ist das? Oh, ne. Wofür ist das? Sind das? Hä? Was ist das denn?
kennt ihr die noch? Obwohl, vielleicht braucht mein Mann die noch mal für die Bausachen oder so. Ich mache ein bisschen. Da sieht es auch nicht besser aus, aber das machen wir vielleicht nachher. Ich gehe jetzt erstmal zu den Tieren. Das kommt gleich in den Müll. Und das nach hinten. Aber den Tisch schon mal fertig, ne? Das ist ja nicht schlecht. So. Gut, machen wir die Kartoffeln. Die Hühner, ne? Muss ich unbedingt mal gucken. Warum hat er den Gartenschlauch denn? Ich denke mal, er wollte da besser, ne? Warum soll er denn sonst da hin tun? Warum quaken die Hühner dann so? Ne, ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig, leider. Na gut, dann bis nachher. Wir haben ein neues Huhn. Deswegen ist da so eine Aufregung. Ein kleines Hühnchen habe ich jedenfalls gesehen. Mehr nicht. Ich habe Mini-Huhn. Sieht aus wie eine Wachtel, wie ein Wachtelhuhn. Deswegen sind die da so in Aufregung. Ja, ich habe immer noch kein Wasser. Ich habe schon wieder angerufen, das ist das dritte Mal. Ja, das geht immer nach der Reihe. Wer halt am meisten in der Not ist sozusagen. Ich glaube es ja nicht, ne? Jetzt muss ich aber erstmal hier den Schlauch wegmachen, damit ich die Hunde rauslassen kann. Also es ist ein ganz kleines Hühnchen. Ich habe jetzt auch vergessen, es euch zu zeigen. Aber ja, das können wir ja morgen machen. Ich habe das im Hühnervideo habe ich das aufgenommen. Das habt ihr dann heute Morgen vielleicht sehen können. Muss ich aber erstmal diesen Gartenschlauch hier rausholen. Aber Wasser, hier kommt ja nichts raus. Ne? Guck, da kommt halt nichts raus, wenn tropft halt nur. Wenn kein Wasser ist, ist im Moment echt noch weniger als vorhin. Kann ja auch nicht, wenn der Schlauch auch da ab ist, dann kommt der erst recht nicht raus. Der kommt bestimmt noch, um nachher sauber zu machen. Aber kann man nämlich so ein bisschen mal hier die Ameisen alle wegmachen. Vielleicht ist es nämlich ganz furchtbar hier. Ja, aber das ist ja echt eine schöne Sache hier jetzt, ne? Aber ein bisschen will ich mal da vorne den Eingangsbereich machen. Besser als nix. Komm. Den Besen, dann kann ich ein bisschen vielleicht hier sauber machen.
dieses Feuerameisenhirn. Ja, wir wissen, dass ihr dieses Hühnchen jetzt nicht mögt. Deswegen sind die da so am Krähen, ja. Als ich da eben reingegangen bin, da hat mich das Kampfhühnchen vielleicht angemeckert. Die hat gesagt, warum hast du jetzt hier nochmal einen Huhn hingebracht? Das wollte sie bestimmt damit sagen. Gehe da gleich auch noch mal mit zu den Hunden. Vielleicht kann ich die so ein bisschen abduschen damit. Ja, ich wollte das ja eigentlich nicht mehr machen, ne? Abends. Aber den ist so warm. Oder nicht?
mal lieber frisches Wasser aus dem Hahn direkt, ne? Oder ob das ist besser als von irgendwelchen Schlauch, der weiß, was da für Bakterien drin sind. Ne? Hier sind ja bestimmt Bakterien im Schlauch. Und das als Trinkwasser für die Hunde, das glaube ich nicht gut. Was lasse ich? Als erstes den Hunden das Wasser voll, damit die was zu trinken haben nachher. Ich weiß, wie lange das noch geht, das Wasser. Raus jetzt hier gleich. Einmal hier noch waschen. Hier an dieser Seite. Es muss jetzt erstmal wieder durchlaufen. Ich habe den ja abgestöpselt. Jetzt dauert das wieder wahrscheinlich. Naja, gehen wir mal zu den Hunden. Kann ich da auch noch mal ein bisschen machen. Ist überhaupt noch was raus? Bitte. Dann gehe ich einmal zu den Hunden, dann mache ich da auch sauber. Lass die einmal raus. Vielleicht da in der Ecke noch ein bisschen sauber machen. Ist vielleicht auch nicht schlecht.
Langsam, langsam. Ihr rutscht langsam. Muss wieder alles dreckig hier. Soll ich dich ein bisschen nass machen? Ist das schön? Ist hier warm? Ja. Nein? Komm her. Das Pascha ist auch weg, oder? Ja. Pascha ist auch weg. Eben gucken, ob da hinten noch alles zu ist. Da bin ich gerade nicht sicher, dass der Gärtner irgendwas aufgelassen hat. Oh nein, meine Tür ist auf. Oh nein! Oh nein! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Gott! Nein, das ist nicht wahr! Mit Matschfüßen schon wieder rein. Das ist nicht wahr, dass ich kein Wasser habe. Pascha, komm raus! Komm raus! Das ist nicht wahr! Oh nein! Dass ich kein Wasser hab. Geh raus! Geh raus! Geh raus! Psst! Raus! Nicht zu fassen, ja? Geht! Oh Mann! Kacke! Oh nein! Und das, wo ich kein Wasser hab, ne? Oh Mann! Die waren überall wieder hier in dem Zimmer auch drin, ne? Oh Mann! Die haben alles abgeschnüffelt wieder, ne? Das ist nicht wahr, ja. Das ist nicht wahr. Und das, wo ich kein Wasser habe, ne? Ich sag's euch. Oh Mama. Und ich wollte die Tür schon abschließen. Ich hab gedacht, ich mach das doch nicht raus. Dann hab ich die Hunde rausgelassen, hab's. Ich hab nicht dran gedacht, ne? Das ist dumm. So, was mache ich jetzt? Logisch denken. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Die ganzen Sachen einmal weg in die Wäsche. Das auch alles. Einmal das ganze Bett wieder abziehen. Mein Gebetsplatz muss ich wieder wegmachen. Da muss ich einen anderen Teppich hinlegen.
Hier, den Teppich kann ich auch einmal wieder rausholen. Ja, das ist nicht wahr, ne? Ich bin echt so blöd, ne? Bin wirklich blöd. Hier, die waren überall, ne? Ja, na gut. Also, dann keine Zeit vergeuden. Waschen und wischen. Und jetzt erstmal haben die meine Schuhe geklaut. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist nicht wahr, ne? Wie gesagt, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Alles soll so kommen, wie es kommen sollte. Ich muss halt weiter. Immer arbeiten, immer arbeiten, immer arbeiten. Kein Stillstand, kein Problem. Alhamdulillah, ich mach. So. Psst. Geh denn. Warte. Euch mal jetzt nicht nass machen, ne? Ich sag's euch. Meine Schuhe haben die auch. Egal, die sind sowieso kaputt. Aber ich kann sie ja noch anziehen, ne? Das ist nicht wahr, ja. Was gibt's wieder hier? Streit oder was? Gib mir meine Schuhe wieder. Da. Gib die Schuhe wieder. Hier habe ich euer Band jetzt nicht kaputt gemacht mit dem. Ich habe den die da eben so dran gezogen. Glaube aber nicht. Ich glaube, es ist alles heil geblieben. Inshallah. Mach kaputt. Mach kaputt. Egal. So. Ich werde jetzt hier weiter. Ich mach dich nass, du Schlingel. Ja. Vielleicht hört das Wasser jetzt nicht auf hier. Nee, ne? So lange dieser Pisselkram, was ich machen werde, ist das Wasser einmal hier waschen von den Hunden. Was sind die jetzt denn? Mit meinen Schuhen wahrscheinlich am kaputt machen. Oh nee, ne. What it is, ne? Wenn dich aufpasst, dann ist das so, Madame. Ich habe noch dran gedacht, ne? Ich habe noch dran gedacht. Und dann habe ich doch wieder vergessen, es zu machen. Egal. Heiles. Soll alles so passieren, wie es passiert. Zum Glück ist es warm. Wir brauchen eigentlich keine Teppiche. Ne? Eigentlich muss ich auch keine Teppiche hinlegen. Ne? Es ist so warm. Und das Risiko, dass die reingehen, besteht immer. Mein Bett ist sowieso total durchwühlt und durchschwitzt. Wollte ich sowieso wieder abziehen und waschen. Und die Teppiche müssen auch nicht unbedingt liegen, weil es ist viel zu warm jetzt. Wir können die Füße ruhig nach abkühlen. Das Ding ist aber, es ist rutschig. Wisst ihr, ich mache ja immer mein Gebet, die Waschung. Und dann, es ist schon echt rutschig, wisst ihr. Es ist schon gefährlich. Naja, also ich werde jetzt hier einmal das Hundedings waschen. Und dann guckt euch die Schlingel an, ne? Wo sind sie? Eigentlich würde ich die zur Strafe gern einmal nass spritzen. Wo sind sie denn nur hin? Wenn die in ihrem Gehege sind, dann kann ich sie schön nass machen einmal. Soll ich das machen? Ich habe echt Angst wegen den Mücken, ne? Dass die Felder nass ist und dass die Dinger anzieht, ne? Ich glaube, ich mache das nicht mehr abends. Ich glaube, ich mache das nicht. Das ist mir zu gefährlich abends. Ich muss das morgens machen. Ja, ihr seid ganz große Schlingel, ja? Ja, ganz große Schlingel seid ihr. So richtig große Schlingel, ne? Ja, die finden das richtig toll da drin. Zeig mal dein Dummelding hier. Habst du das noch alles dran hier?
Ich habe besonders gut gezogen hier. Ich glaube, es ist alles heil geblieben schon. So. Also ich hole das Wasser. Ich bin dabei. Ich hole das Wasser. Ja, guck.